Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ja, ich melde mich mal wieder zurück. Ein Lebenszeichen von mir, ja, nach einer gewissen längeren Abwesenheit hier von den Social-Media-Kanälen. Ja, es liegt einfach daran, nicht, dass ich keine Lust mehr habe, auf diese Art und Weise zu kommunizieren, ganz im Gegenteil, aber es ist momentan relativ viel zu tun. Es ist Herbst, wir sehen es hier überall. Ich blende mal ein paar Bilder ein von unserem herbstlichen Garten. Ja, der Herbst, er ist überall eingezogen und mit dem Herbst zieht auch in gewisser Weise etwas ein bei den Menschen, dass manche Menschen sich besonders im Herbst, wenn es dunkler wird, die älteren Menschen, die kranken Menschen auf den Weg machen. Also im Klartext, ich hatte sehr viele Beerdigungen, 5 Beerdigungen in einer Reihe jetzt in der letzten Woche, sehr viel. Das ist also wirklich eine lange Serie. Ich nenne es mal einen Beerdigungstunnel, in dem ich war. Eben war die letzte Beerdigung. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt auch mal wieder ein bisschen dazu komme, auch hier auf diesen Kanal, auf diesen Kanälen ein bisschen mehr zu machen. Also ein Lebenszeichen von mir. Und es kommt auch noch dazu, dass ich ein bisschen Probleme mit meinem Computer habe. Das Überspielen vom Handy auf den Computer klappt irgendwie momentan nicht so gut. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich hoffe, Montag kommt jemand, der mir dabei hilft, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ein Lebenszeichen. Ja, im Herbst merken wir so ein bisschen, das Leben, es verschwindet. Es weicht weg und was noch? Ja, im Frühjahr, im Sommer strahlend aufblühte, was grün war. Ich habe mir nochmal das Video Tour durch den Garten angeschaut. Da grünte und blühte hier alles. Ja, und das ist natürlich jetzt anders. Jetzt sind wir im Herbst, die Blätter verfärben sich, immer noch wunderschön. Ja, und hier der Garten ist schon winterfest gemacht. Und trotzdem, es blüht immer noch was und das ist das Schöne. Gerade jetzt, vielleicht liegt das an dieser besonderen Herbst mit den milden Temperaturen und der vielen Feuchtigkeit. Es blüht immer noch was. Ja, das freut mich, dass immer noch was blüht. Und das ist eine wichtige Botschaft. Auch wenn es so aussieht, dass die Dinge vergehen, es blüht immer etwas. Auch im Herbst blüht etwas und auch im Winter wird etwas blühen. Lebenskraft Gottes, sie ist stärker ja, als die Vergänglichkeit dieser Welt. Die Lebenskraft Gottes, sie steckt in uns allen und aus dieser Lebenskraft dürfen wir leben. Insofern ein Lebenszeichen von mir an Sie, an euch da draußen. Und ich wünsche euch diese Lebenskraft, ja, dass sie euch, sie trägt auch durch den beginnenden Herbst, durch das ja, immer dunkler werdende Zeitfenster sozusagen und dass Gottes Lebenskraft sie und euch begleiten möge. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.